Nein, nein. Ah! Ich will nur fest aufkommen. Ja! Wenn ich du wäre, schenk mir doch mal Bitcoins. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Mit dabei ist heute der liebenswürdige, gut aussehende, muskulös durchtrainierte YFHD. Was geht? Hätte niemand gedacht, dass ich tatsächlich sowas sage, aber ich dachte mir zu der heutigen Folge, wenn ich du wäre, starten wir mal ein bisschen mit positiven Vibes. Wisst ihr, wir sind immer direkt negativ eingestellt. Wir gehen immer hin, beleidigen einander und so weiter und so fort. Das muss doch nicht sein. Wir starten das Ding hier heute mal richtig, richtig positiv. Und genau so könnt ihr auch das Video bewerten. Mit einem Daumen nach oben. Positiv also. Ja, Lukas, du. Ich würde sagen, wenn ich du wäre, Lukas, da ich ein positiver Mensch bin, mach doch mal 10. Ich bin Gast und darf anfangen. Nein, mach doch mal 10 Liegestütze, Lukas, um deinen Körper ein bisschen warm zu machen und in Form zu bringen. Ganz entspannt. Positiv. Ja, ich glaube, mein Körper hat noch nie so viel geknackst, Digga. Ja, tut aber mal gut, so weißt du, im Corona-Lockdown ist das. Revi? Ja? Wenn ich du wär, machst du dir... Du hast ja gerade die Haare normal gemacht, glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, mach dir mal so eine richtige Lost in Primex-Frisur. Geh dir mal voll durch die Haare, dass die Haare so richtig aussehen, Digga. Kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Das Ding ist halt, mich kann halt... Also, das ist jetzt echt nicht böse gemeint oder so. Mich kann halt nichts entstellen, weißt du, was ich meine? Dein Gesicht ist schon entstellt genug, aber gut, andere Geschichte. Guck mal, wieso bist du jetzt so beleidigend wieder? Ich war doch gar nicht beleidigt. Ja, weil ich wollte chillig hier aufnehmen und muss direkt Sportsession schieben. Alles klar, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein Schnurrbart malen fürs Video. Real Talk, ich habe keine Stifte, Digga. Ja, deine Freundin wird sicherlich irgendwo ein Kajal oder sowas haben. Oh, und mal wieder hops genommen. Schade, Mann. Ich habe gerade eine richtig schöne Trimax-Versuche. 1A, Digga. Ich sehe, ich finde. Ja, dann muss ich jetzt aber runtergehen, das machen, ne? Ja, lande hier oben bei mir im Haus und dann mache ich damit. Ja, ich lande hier, bin schon gelandet. Bin Disco-Max, bin ich. Okay, ich gehe, bis gleich. Ciao, ciao. Ganz viel Spaß wünsche ich dir, ne? Moin Meister! Ah, moin Meister, alles gut? Na, ja, bei dir? Ja, ich denke doch schon, oder? Wie siehst du aus? Nice. Ach, leicht behaart, aber ansonsten alles gut. Fühlst du dich denn damit wohl, weil du hast ja nicht so viel Bartwuchs und weißt du, das dann. Ja, vielleicht... bisschen ungewohnt jetzt, aber es geht. Ich werde abgeknallt und sterbe, ja, ganz toll. Oh, Digga, bin ich lost. Oh Gott, bin ich lost, Alter, holy sh. Ist da noch einer bei dir im Haus? Run! Achso. Hol meine Karte, hol meine Karte! Nee, ich will den noch lieber umbringen. Wenn ich tue, holst du jetzt sofort meine Karte. Alles klar. Ja, ich glaube, ich bin wieder. Nee, du musst dran mit einer Aufgabe. Ah, nee, du hast die gerade benutzt. Doch, ich bin dran, das ist gerade. Nee, Spaß, du hast die benutzt. Lukas, hau raus. Pass auf, wenn ich du wäre, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Lukas, für diese Runde jetzt noch. Sagst du bitte alle Sätze nur noch mit 3 Wörtern, ja? Okay, ist gut. Okay, ist gut. Kann ich so akzeptieren? Gar kein Problem. Okay, dann versuch mal damit, wenn ich du wäre, Aufgabe zu formulieren. Ganz viel Spaß, Digga. Hä? Wenn ich du? Wäre, dann ist der Satz vorbei, ja? Aber du kannst ja dann nicht absetzen, weil das ja dann kein Satz ist. Das ist halt das Problem. Weißt du, was ich meine? Es müssen ja trotzdem sind alleine. Sein. Was? 3 Wörter. Ach so. Nicht machbar. Ah, okay. Dann ja, das, mit ja. Pause kein Problem. Weiß ich jetzt nicht. Peace. Es geht, ey, es ist mega das geile Wetter draußen, Sonne scheint, ihr seht, es ist wieder Zeit für Sonnenbrille, man kann richtig geil rausgehen, richtig geiles Wetter genießen, das stream ich jetzt, meine Freunde, Stream läuft, also jetzt komm auf jeden Fall rein, bis gleich, tschüss. Ich find's super entspannt bis dato. Lukas, dann bin ich ja wieder dran, ne? Ja. Pass auf, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich, also du hast jetzt quasi, du darfst ja gerade nur 3 Wörter reden, ne? Ist ja klar. Richtig erkannt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz mit 3 Wortsätzen eine entspannte Instagram-Story posten, dass du jetzt nur noch Englisch mit Content Bart! Machst. Ja, klar. Nein, nein. Wie soll das gehen? Ja, auf Englisch halt. Also einfach sagen, dass du nur englischen Content machst. Was soll ich? Ja, mit 3 Wörtern halt sagen, hey guys. Ja? I only make English content now. Weißt du sowas halt? Ne? Da kriegst du schon hin. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, oder? Ja, doch, doch. Aber 3 Wörter. Nicht möglich. Gut, alles klar. Dann viel Spaß dabei, ne? Ja, okay. Ich mache ab today English videos. Only. War das gut? Nee, absolut beschissen, aber genau so soll es ja auch sein. Ja, irgendwie... Wenn ich du... Ja, dann? Wäre... Ja, wenn ich du... Vertausch, schießen... Ja. Zielen. Weiß ich nicht, den Satz habe ich jetzt nicht gecheckt. Es ist halt kein vollständiger Satz gewesen. Vertausch, schießen... Mit Zielen. Der links ist Beam. White, live. Wow, was hat der? Raketenwerfer. Ah, chillig, da kommt noch welche Third Party. Oh, der hat mich aber geholt, der in Deutschland-Trikot, da kannst du aber für. Hab ihn! Ich bin noch tot. Noch eine Third Party! Naja, Lukas, macht mal nichts, ne? Digga, was hat der für einen Raketenwerfer?
Ja, gut, machen wir eine neue Runde, oder? Ich kann wieder normal reden. Junge, was ist das denn? Perfekt, Digga. Ich mach meine Haare wieder. Wir gehen wieder rein, Leute. Let's go. Gut, ja. Lukas. War ja eine entspannte Folge. War richtig entspannt, ja. War gut. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal kurz meine Tastatur ausklopfen und den Mund darunter aufmachen. Oh. Nein. Warum? Ist es weil das so ekelhaft ist. Ja, hast recht. Ich kann... Ach, komm schon. Machst du es wirklich? Ja, was soll passieren? Ich bin ein sauberer Mensch. Ich weiß nicht. Guck, wie sauber meine Tastatur ist. Okay, dann ist auch entspannt. Okay, sie ist nicht sauber. Alles klar, dann lass es lieber. Egal. Ich will jetzt nicht, wenn du irgendwelche Krankheiten bekommst, Bro. Ah? Ey, ich will nur das Beste. Oh, Digga, ich will doch nur das Beste. Da kommt wirklich viel raus. Ich will doch nur das Beste für dich. Ich will doch Digga, nur das Beste. Ich will doch nur da kommt voll viel raus. Du bist dran, Lukas. Revi? Ja, klar. Das bin ich. Wenn ich du wäre, hast du heute schon was zum Mittag gegessen? Nee, warum? Ich mache heute mal den gönnenden Hasen, ne? Okay. Ich würde dir was bestellen. Okay. Aber was ich dir bestelle, ist natürlich. Natürlich kein Fleisch, weiß ich alles, bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Aber ich finde da schon was Leckeres, was ich dir bestelle. Vielleicht irgendeinen Nachtisch mit Salat. Aber alles halt so. Klar, Digga. Ich in dir einem, weißt du? Ich schicke dir gleich eine Liste rüber, Bro. Nee, war nix Liste. Ich entscheide, was du. Sag dir gleich halt, wo du halt hinbestellen kannst. Ich hab gleich eh einen Stream und dann kann ich das ja on-stream essen, ne? Ja, stabil, Digga. Pleasant Park wird sicherlich heute nichts los sein. Junge, warum immer nur Pleasant Park? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich kurz demnächst mal ein kleines Instagram-Toll machen. Du kannst ja so, auf TikTok kannst du es auch gerne posten. Du kannst so einen Pudding nehmen und kochst den. Du kennst auch so Fertigpudding aus der Tüte, ne? Ja. Den kochst du und dann sagst du, Leute, ich hab was ganz Neues, Puddingkuchen. Und dann brätst du ihn einfach in der Pfanne und der verbrennt. Und dann isst du ihn danach und sagst, super lecker, kleiner Lifehack für euch. Ja, okay, dann mach ich das. Komm mal her. Kein Problem. Wo bist du? In der Garage. Einer. Ja, ich habe leider gar keine Waffe. Sonst würde ich dir natürlich durchaus helfen, aber... Er ist hier bei mir. Ja, zwei Leute, ich habe keine Chance. Digga, was hast du für eine dreckige Shotgun? Hol dich... Du stirbst und ich auch jetzt. Ich heil mich. Hast du beide? Ne, hier ist nur einer. Ja, ich habe keine Waffe, Digga. Das? Okay, okay, ich komm. Warte, ich baller mir gerade noch was rein. Der haut ab. Junge, was ist los heute? Warum hauen alle ab? Digga, einfach deutsche Disco-Racer hier, Junge. Alle einfach auf neben uns zwei Leute, die fetzen sich. Jalla. Hab einen. Ist der andere oben oder wo? Ich weiß nicht. Aber hier ist ein Medipack. Sollte das am besten nehme ich das, ne? Ja, das wäre am besten, Mann. Ich glaube im Nachbarn, okay. Also da wo wir herkamen, waren gerade noch welche. Warte. Revi, wenn ich du wäre, würde ich die komplette Folge erstmal. Oh, Shotgun. Komplette Folge als Synchronsprecher reden. Alles klar, Lukas, das ist kein Problem für mich. Oh, über mir? Lukas, soll ich das Medpack nehmen oder soll ich es abbrechen? Was sagst du? Nimm es, alles cool. Alles klar, Lukas. Ich mache mich auf den Weg nach oben, um den Gegner zu eliminieren. Ich sehe nicht. Oh mein Gott, Lukas, der Gegner ist direkt bei mir. Ich komm rein. Ah! Der Gegner ist Ninja, sein Vater! Oh, Digga, der ist so low, der ist so low. Lukas, hol ihn dir. Er braucht einen Schuss, dann ist er down. Warte, ich block sein Bild. Er hat mich geholt. Der hat wirklich gar nichts mehr an HP, Lukas. Push ihn jetzt. Er holt dich. Oh mein Gott, bist du lost. Ich hab keine Meds mehr. So eine Er ist hinter dir. Oh mein Gott, du bist so gut in dem Game. Das hast du gesehen, hä? Nimm dir lieber meine Karte, Lukas, und hol mich hoch. Okay, warte. Das hast du wirklich gut gespielt, Mann. Junge, welcher Synchronsprecher redet so? Naja, das hört sich an, als wenn du kacken musst. Lukas, ich bin der Synchronsprecher von dem Typen, der muss. Ist klar, oder? Oh oh, denkst du, das ist ein Gegner? Bro, ich würde sagen, der kommt gleich durch die Tür und holt dich weg. Der ist schon da. Lukas, wie kann man so dumm sein? Letzte Runde, würde ich sagen. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich, das Gameplay meddert hier doch eh nicht. Es geht doch eh nur darum, dass wir uns hier die ganze Zeit knechten. Lukas, du hast doch ein bisschen was an Bitcoin, oder? Wir sind ja in einer Krypto-Gruppe zusammen. Lukas, wenn ich du wäre, schenk mir doch mal Bitcoins. Ich sag Mehrzahl. Was sind die gerade wert? Also, abgesehen davon, dass ich gar nicht mehr Bitcoins habe. Okay, hast du nur einen? Ja, ich habe nur einen. Und zweitens schenke ich dir kein Bitcoin. Dann schenk mir wenigstens ein bisschen was von dem einen Bitcoin, okay? Schenk mir Bitcoin, okay. Lukas. Alles klar, ich schenk dir Bitcoin. Hier ist das Video, wie das Ganze auf meinem Wallet eingeht. Ich habe jetzt eine Woche drauf gewartet, Lukas. Eine Woche. Du hast gesagt, es kommt ein Paket per Post. Ich denke mir schon, okay, warum schickt das mir nicht einfach per Transfer oder sowas? Sendet es mir einfach rüber, meine Wallet-ID und sowas hat er. Ich dachte, okay, er sendet mir einen Ledger-Stick und da sind halt die ganzen Kryptos drauf. Jetzt packe ich das Paket aus und wundere mich erstmal hier rüber. Und denke mir so, okay, hab's eben schon mal aufgemacht. Ich schaue also rein und was ist hier drin? Willst du mich verarschen, Digga? Willst du mich verarschen? Junge, das sind keine Bitcoin. Das sind keine gültigen Bitcoin. Bitcoin ist nicht das, was es hier ist, Lukas. Das ist ein Coin, auf dem Bitcoin draufsteht. Willst du mich verarschen, Digga? Das kostet 20 Euro auf Amazon. Schreib Lukas auf jeden Fall mal gerne einen Krypto-Scammer in die Kommentare, weil er sich hier einfach wirklich... Also, ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, muss ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle war es von dieser Folge, wenn ich du wäre. Ich hoffe, dass die Dinger jetzt auch sich im Wert verhundertfachen. Wahrscheinlich wird das bei dieser hochwertigen Verpackung definitiv der Fall sein. Lasst einen Daumen nach oben da und rein. Bis dann. Ciao.